Okay. Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Rede mit her. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich werde mir die Sache ansehen. Nee, das mache ich. Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt. Das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das dich befreien kann. Ich gebe dir meinen Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Nein. Ich will das mit dem Weingut hier fertig machen. Da. Kommen wir andermal wieder. Wenn der Baum jetzt da steht, dann steht er noch später da. So, jetzt. Alter. So. Oh, schon wieder diese Teile, Mann. Geh weg. Ja. Alter. Alter, das gibt's ja nicht. Immer diese verkackte Pflanzen, ich hasse die, ich mag die gar nicht. Ist ja nur mal, würde ich schon mal sagen, oder? So, machen wir weiter. So. Plötzlich steht da Scheiße, oder? Ich komme da gar nicht mehr rauf. Ich kann drauf springen. Bringt mir auch nichts. Komm her. So. So, dann machen wir den. Wieder 200 entfernt, das geht aber. Ah, wenn wir schon hier vorbeigehen. Ah, wieder so ein verkackter Troll, ne? Ah, diesmal nur einer. Igni. Und so. Wenn es einer ist, ist es ja gar kein Problem. So. Alte Felsnotiz. Lese ich ein anderes Mal. So, ich will doch die Dings hier fertig machen und dann müsste die Aufnahmesession auch vorbei sein. Hässlicher Bastard. Geh runter. Danke. Hey, ja.
Geht mir doch auf den Nerv. Er hat doch kein Schwert in der Hand. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Später. Geh nur. Ich schau vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Ich hab noch etwas zu tun. Sind nur ein paar Meter bis dahin. So, dann schlag mal ein Thema vor. Hey. Ja, ganz cool. Ja, hab ich ein Thema. Was könnte man sagen, so für die 2 bis 3 Minuten, wo wir unterwegs sind? Ja, ich war beim Blackreach eben Livestream. Ja, das ist ein gutes Thema. Er macht ja gerade so sein Anime-Projekt, wo ich dann Sprecher bin von Tyrael. Und ich hatte gestern halt Zeit, gestern war Sonntag. Er livestreamt immer sonntags. Und hier laufen wir einfach jetzt durch. Ich habe keinen Bock hier drauf. Muss ich wahrscheinlich noch irgendwann wiederkommen. Und ja, ich war halt bei ihm im Livestream. Kann man das nicht benutzen, um schneller da zu sein? Nein. Okay, dann laufen wir so drin. Ja, war bei ihm im Livestream die 3 Stunden von Anfang an. Hab dann mit ihm geschrieben. Er hat dann vor sich hingezeichnet und animiert und die Stimmen, also synchronisiert besser gesagt. Die Stimmen hat er ja schon. Jetzt muss er nur noch alles animieren und die dazugehörigen Stimmen machen. Also er macht auch alles alleine, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Also sehr mutig. Und auch Respekt davor habe, das alles zu animieren, das alles zu machen, die Zeit dafür zu haben. Er hat halt die Zeit dafür. Ich nicht. Ich muss halt auch jeden Tag arbeiten gehen und in die Schule gehen und lernen und... Ja, halt. Und nicht schon wieder die Schlecht pflanzen. Moment. Ich melde mich wieder zurück. Ja, okay. Okay, egal. Heran! Oh, da war noch eine Pflanze. Okay. Nicer. Nicer, dreiser. Jo. Jetzt ist alles erledigt. Jetzt ist alles erledigt. Genau. Und die letzten 900 Meter laufen wir auch mit Plötze. Ja, wie gesagt, ich habe Respekt vor Blackie, dass er das auch alleine alles stemmt. Und er macht das auch ganz gut. Er hat seinen eigenen Stil. Das finde ich ganz cool an der Sache. Wie gesagt, das ist auch das erste Mal. Also, ich erwarte jetzt kein Naruto oder kein... Typ Clash oder sowas. Aber es sieht verdammt cool aus. Und er hat angefangen, mich also Tyrael zu machen. Cool. Ich feiere das. Ja, ich würde mich sehr. Ich freue mich sehr, wenn das Ding mal fertig ist. Verdammt nochmal. Ich freue mich, wenn das Ding. Ich werde es auch teilen und liken und. Alter, ich werde so viel Werbung für die Scheiße machen, weil ich das wirklich gut finde. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Eine Mutation. Davon habe ich sie ja. Und der Anime ist halt von seinem eigenen
Bücher, er hat zwei Bücher gemacht, wo er selbst geschrieben hat, die es auch zu kaufen gibt. Die Sprecher haben jetzt welche geschenkt bekommen. Ich habe es aber noch nicht so wirklich ganz durchgelesen. Ich habe angefangen, die ersten zwei, drei Seiten. So eine Kacke. Ich war eine Kacke. Entschuldige. Oh. So. Bitte, Madame et Monsieur, so kommen wir doch nicht weiter. Ich will nur eins, und das ist Belgard. Ich tauge als Verwalter tausendmal mehr ein. Okay. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Ich weiß schon, der... Dieses Weingut Belgard, warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Okay. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Hm. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Gut, ich komme mit. Also gut, gehen wir. Bin ich mal gespannt, was für Arbeit es sein könnte. Mein Wunsch, Belgard in die Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Na, reden wir über die Belohnung, ne? Sicher kann ich helfen. Aber ich arbeite nicht kostenlos. Kommen Tausender da, da können wir rausschlagen. Gut, abgemacht. Okay, schaffen. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Schon wieder. Lass die Weingüter aber auch überall Problem. Jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. So, haben wir viel Geld bekommen, ne? So, dann gehen wir weiter. Was treibst du dich hier dauernd rum wie eine Schmeißfliege? Oh, halt. Mich am Arsch. Ja. Will ich auch so sagen. Da, ah, zu spät. Da wäre ich aber locker rüberkommen mit Plätze.
Oh, nervt nicht. Dann machen wir in der nächsten Aufnahme-Season mit den Hauptquests weiter. Weil das wollte ich, das will ich aber jetzt zu Ende machen. Das will ich aber auch jetzt zu Ende machen. Ja. Ein V. Oh, ein V. Eine Kirche. Eins von fünf. Alter, sind wir gleich da. Ja, 50 Meter. Oh, ein kleiner Drache. Schädling. Yep. Okay, komm, komm. Autsch. Nein, das wollte ich nicht. Die Armbrust. So, so und so und das war's. Nö, kein Drache mehr da. Nur noch Schatten. Ah, okay. Also ich glaube, die eine Woche müssen wir aber fast geschafft haben, ne? Wenn wir jetzt nur unter 15 Minuten bleiben, gehe ich mein Geld noch abholen.